wie sagt man so schön, herzlich willkommen auf den Färöern. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es gemacht, wir sind da, herrlich. Wenn ihr wissen wollt, was das hier ist und was wir überhaupt machen hier, bleibt doch einfach mal dran. Ja, 17.06. Wir stehen jetzt erstmal hier schön auf Färöer Island hier, herrlich. Und bleiben jetzt hier für 2,5 Tage. Die Anfahrt auf der Norröna kann ich euch nochmal verlinken. Hat alles super geklappt. Auch hier bis jetzt alles super geklappt. Erst einen schönen Stellplatz gefunden hier. Schnell erstmal wieder ins windgeschützte. Ja, 8 Grad haben wir hier. Gerade hier mit dem, wo geht er denn da hinten? Älteren Feringer noch mal ein bisschen geschnackt und so. Der sagt, das ist hier der super Färöer Sommer momentan. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen rumgucken, was man hier so machen kann und treiben kann. Und halten euch natürlich auf den Laufenden. Stimme freut sich auch schon. Schnell wieder rein hier ins Warme. Sag mir jetzt mal guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was dieses Konstrukt da draußen zu bedeuten hat, kann ich echt nicht sagen. Habe ich echt nicht rausbekommen. Weiß ich einfach nicht. Ja, wir sind jetzt hier für 2,5 Tage. Ich weiß gar nicht, wie ich das eben erwähnt hatte. 2,5 Tage und dann geht das weiter Richtung Island. Da sind wir dann irgendwie, glaube ich, am Donnerstag. Heute ist Montag. Da schlagen wir morgens auf und verbringen da weitere 3 Wochen. Wie herrlich ist das? Hier Färöer, weiß ich nicht. Da kann man ja ein bisschen was machen. Das Wetter heute ist ja nicht so toll. Morgen soll es besser werden. Vielleicht kann man da ja mal eine schöne Wanderung, ein paar schöne Bilder zeigen. Gucken wir mal. Bisschen Info. Tor schauen. Und wir stehen jetzt hier auf der großen Insel Eysturoy. Und wollen heute noch nach Saksun fahren, hier oben. Dann fahren wir hier außen rum. Unser erster färöischer Wasserfall ist in greifbare Nähe gerückt. Ein kleiner Vorgeschmack auf Island. In Saksun angekommen. Gehen wir hier auf so einem kleinen Parkplatz. Kleine, schöne, enge Straße hierher. Aber Wasserfälle sind in Sicht. Leider ist das Wetter ein bisschen mies. Da ist die Saksuner Kirche. Und jetzt stellt euch das Ganze nochmal mit blauem Himmel vor. Das ist natürlich immer hier ein Glücksspiel. Färöer, wenn du 2 Tage nur hier bist, kannst du natürlich super Wetter haben. Ja, oder so Verhängnis, ja, wie wir es heute haben hier. Ne? Aber selbst hier bei diesen Nebelschwaden, so, die hier in den Bergen hängen, hat das Ganze auch noch eine ganz gewisse Atmosphäre. Schon irre. Das ist wie meine Stimme, die hat auch immer so eine gewisse Atmosphäre, wenn sie ein bisschen verhangen ist. Manchmal ist sie auch gewichtet. Ne?
Also Saxun kann man wirklich schön machen, echt herrlich hier, traumhaft idyllisch gelegen das Ganze, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, man kann sich dann nur wiederholen, bei blauem Himmel muss das einfach noch besser sein, das muss einfach die Wucht sein hier. Aber so ist das auch schon echt toll, ne? Diese kleinen moosbewachsenen Häuserchen. Jo, wir gehen jetzt erstmal wieder zu Hansen und dann ja, machen wir mal einen Plan. So, wir sind jetzt in Elduvík. Das ist hier ein Campingplatz, der nichts kostet. Strom könnt ihr hier irgendwie ziehen. Da braucht ihr aber irgend so eine komische Karte für. Telecard oder so heißt das. Ein wirklich niedliches Dorf. Glaube, ich brauche gleich mal meine Mütze. Jo, hier geht noch irgendwie eine schöne, unheimliche, gruselige Treppe runter. Die marschieren wir doch gleich mal runter und gucken mal, wo wir dann ankommen. Jo, das ist für die ganz Todesmutigen wahrscheinlich. Hier kannst du rüben baden gehen oder was? Ich habe keine Ahnung. Die Fähringer gehen ja wahrscheinlich baden bei 5 Grad Wassertemperatur. Ha, könnt ihr hier reinlatschen, ey. Wie geil ist das denn? Für einer. Coole Sache hier. Lohnt sich total. Niedlicher kleiner Campingplatz. Frischwasser habt ihr da. Echt toll. Tolle Ecke. Könnt ihr ein bisschen rumlaufen hier. Ja, muss ich mal so sagen. So, wieder kurz in Hansen zurückgekehrt. Hier kann man das Schlusswort denn doch ein bisschen besser predigen, verkünden. Ist doch nicht ganz so windig hier drin, auch wenn Stimme manchmal so viel Wind macht. Nein, natürlich nicht. Ja, super schöne Ecke hier, kann man nur so sagen. Kann man machen, schöner Campingplatz hier. Ihr könnt hier wirklich ein bisschen rumlaufen, das habt ihr ja gesehen. Traumhaft eigentlich und richtig ruhig, ganz wenig Leute hier und hat einfach so eine gewisse Stimmung. Morgen, ja, geht's weiter. Wohin wissen wir noch nicht? Wahrscheinlich Karlsruhe zu diesem Leuchtturm. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wenn ihr so, wenn ihr gespannt seid, ob wir das wirklich schaffen oder nicht, ja, dann setzt doch ein Abo. Macht die Glocke an. Daumen hoch, Kommentar, wird uns alle freuen. Und bis bald. Also im nächsten Teil dann. Tschüss.